Bestimmt ist euch schon aufgefallen, dass ihr in einigen Kursen erfolgreicher lernt als in anderen. Und euren Mitstudierenden geht es wahrscheinlich genauso. Die Uni Bern möchte aber, dass ihr in allen Kursen möglichst gut lernen könnt. Sie hat das Ziel, die Qualität der Lehre auf hohem Niveau zu halten und stetig weiterzuentwickeln. Darum setzt ihr die Lehrevaluation ein. Das geschieht zum Beispiel mit den Fragebögen, in denen ihr über eure Meinung zu euren Kursen befragt werdet. Die Ergebnisse werden von der Fachstelle Lehrveranstaltungsevaluation ausgewertet und bleiben immer anonym. Sie zeigen der Uni, in welchen Kursen Studierende besonders gut lernen oder eben häufig Probleme haben. Um alle wichtigen Bereiche der Lehre zu evaluieren, werden in drei Teilen Faktoren und Kriterien guter Lehre abgefragt. Der erste Teil ist die Zwischenevaluation. Die findet in der ersten Hälfte des Semesters statt und dreht sich um Fragen wie: Geht es euch in der Vorlesung zu schnell und wird genug auf eure Fragen eingegangen? Diese Evaluation ist für die Dozierenden in den meisten Fällen freiwillig. Die Schlussevaluation findet am Ende des Semesters statt. Hier geht es um Fragen wie: Versteht ihr Zusammenhänge jetzt besser? Und seid ihr zufrieden mit der Art der Vermittlung der Inhalte? Der dritte Teil ist die Evaluation der Leistungskontrolle. Die findet nach der Prüfung statt und dreht sich um Themen wie: Haben euch die Lerninhalte gut auf die Prüfung vorbereitet? Und waren die Lernaktivitäten förderlich für eure Prüfungsvorbereitung? Die Ergebnisse der Umfragen helfen euren Dozierenden, ihre Lehre zu verbessern und Kurse und Prüfungen besser aufeinander abzustimmen. Und unsere Erfahrung zeigt, dass die Dozierenden sich wirklich Gedanken über euer Feedback machen. Aber das können sie euch am besten selbst sagen. Die größte Erkenntnis, die ich bisher aus der Lehrevaluation ziehen konnte, ist, wie ich meine Entscheidungen über die Struktur und die Organisation von Veranstaltungen kommuniziere und wie ich transparent mache, was ich didaktisch entschieden habe. Ein konkretes Beispiel ist, dass ich am Anfang von einer Vorlesung, die ich regelmäßig gebe, jedes zweite Semester gebe, das Feedback bekommen habe, dass die sehr unstrukturiert ist. Und ich hatte aber das Gefühl, dass ich die eigentlich ziemlich gut strukturiert hatte. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich das aber in meinen Folien und in den Materialien, die ich zur Verfügung gestellt habe, nicht klar erklärt hat. Sodass ich dann angefangen habe, immer am Anfang der Veranstaltung zu sagen, hier sind wir, das machen wir noch, das haben wir schon gemacht, und damit einzuordnen, das, was man in der Stunde behandelt, in das, was man über den Kurs hinweg behandelt. Und das hat extrem geholfen. We can draw a whole range of insights from the evaluations, really, ranging from digital learning techniques, like which ILIAS functions work best for them, to what sub areas of the discipline piqued their interest the most. For a recent course, for example, having read the positive opinions about something, one part of that course, I rearranged it the next time I gave it so that that particular concept could have more of a central focus in the course. You know, I really wanted them to be able to engage with something that clearly had really inspired them previously. Zusätzlich durchlaufen die Ergebnisse der Umfragen außerhalb der Lehrveranstaltung noch zwei weitere Etappen. Am wichtigsten dabei ist die Qualitätssicherung und Entwicklung der einzelnen Fakultäten. Hier werden für unzureichende Lehrveranstaltungen konkrete Maßnahmen eingeleitet. Und hervorragende Lehrveranstaltungen können von den Fakultäten ausgezeichnet werden. Verbesserungspotenzial gibt es aber nicht nur bei den Dozierenden. Auch ihr könnt mithilfe der Evaluation reflektieren, wie euer eigenes Verhalten zum Lernerfolg beigetragen hat. Seid ihr mit eurem eigenen Beitrag zur Lehrveranstaltung zufrieden und habt ihr eigenverantwortlich gelernt? Wenn ihr feststellt, dass es auch bei euch noch Verbesserungspotenzial gibt, könnt auch ihr in Zukunft einiges zur Qualität der Lehre beitragen. Also, macht euch bei der nächsten Gelegenheit ran an den Fragebogen und helft, die Lehre zu verbessern. Mehr Informationen zur Lehrevaluation findet ihr auf unserer Webseite.